Hallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Unfinished Business mit dem originalen Tomb Raider 1, wohlgemerkt. Ich hoffe, mir wird hier jetzt kein Feind entgegenkommen, während ich da hinten hin will, um mir einfach nur die Munition. Hat nichts gesagt. Natürlich! Mistvieh. Gut, dass die Musik mich vorgewarnt hat. Dum dum. Wie ich passend eben zum Takt der Musik meine Schrotflinte gezückt habe, ne? Ich hab's doch voll drauf. Yeah. Ah! Ihr Säcke. Vor allem Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Ich sag nur so, ja, ich hab's voll drauf und tot. Sehr schön. Ach ja. Ich liebe sowas. Das ist gut gewesen. Das ist jetzt sehr gut gewesen. Komm her, Pantherchen. Was? Nochmal? Jetzt aber, Mensch. Ich wollte das eigentlich anders. So, das wollte ich doch. Ich weiß halt nur nicht, warum. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Vielleicht. Hallo, danke. Ist hier eigentlich noch was? Nö, hier nicht. Und da oben, weiß ich nicht. Oder geht's hier sogar weiter? Ich dachte, ich muss die Kisten verschieben, um weiterzukommen, auf dem Hauptweg zu sein. Doch nicht? Ach, Kind. Aber das ist hier ein Rückweg halt, ne? Ich glaube, er ist tot. Ja, das sieht ziemlich tot aus. Oh, da vorne ist aber auch noch was, da oben. Aber hier ist auf jeden Fall sonst so an sich mein Rückweg. Und oh, dass ich hier überall den Sternenhimmel sehe, finde ich richtig schön. Vor allem so einen Sternenhimmel gab es ja wirklich selten in Tomb Raider 1. Meistens war einfach nur die Decke wirklich schwarz. So, dass man sich da auch denken konnte, ja, da gibt's nichts mehr. Hier komme ich auf jeden Fall sonst zurück, um auch die Kisten zu verschieben ansonsten. Aber da oben ist auch noch was. Aber unten war ja auch noch was, deswegen, ja, so viele Wege und Möglichkeiten wieder mal, ne? Oh, ist das schön. Wow. Ist das schön. Kann ich ein Foto machen? Oh, jetzt habe ich zwei gemacht anscheinend. Und es wird nicht mal angezeigt diesmal, dass ich ein Foto gemacht habe. Ist ja interessant. Aber von hier aus da hinten hin schaffe ich nie im Leben. Und von da unten da hoch sieht aber auch so ein bisschen unmachbar aus, wenn er mich fragt. Ich könnte natürlich versuchen, hier rüber zu hangeln ansonsten. Aber dann mit Rückwärtssalto da hinten hin. Ich kann mich ja nicht mal in der Luft drehen. Das würde ich nie im Leben schaffen. Das ist doch viel zu weit weg. Wie soll ich diese Munition dort bitte erreichen?
Kann mir das mal einer logisch erklären? Oder schaffe ich das doch? Das kann ich mir nicht vorstellen. Never. Oder? Geronimo! War klar. War klar, dass das nicht funktionieren würde. Yay! Load Game funktioniert. Wenigstens etwas. Aber so an sich wirklich, warum kann ich hier oben überhaupt dann hin? Das frage ich mich gerade in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich meine, ich kann darauf vielleicht springen. Ja, kann ich. Okay. Soweit, so gut. Ja, wirkt von hier aus machbarer. Im Großen und Ganzen. Doch, ja, schon irgendwie. Aber trotzdem. Wahrscheinlich muss ich hier ganz sonst rechts an die Ecke. Aber ich versuche es erstmal so. Au, das klang sehr schmerzhaft. Es tut mir sehr leid, Lara. Ich gehe sonst mal hier. Obwohl, nein, warte. Ich kann doch hier garantiert auch hin. Ja, klar. Dann bin ich doch direkt gerade davor. Das schaffe ich doch jetzt. Secret, ich hab's befürchtet. Also, was heißt befürchtet? Ich hab's gehofft auch irgendwie. Ich hab's geschafft. Yay. Es freut mich auf jeden Fall, dass ich hier diese Erfolgserlebnisse wirklich habe. Hatte wirklich so ein bisschen Sorge. Dass ich hier jetzt. Naja, ich hatte nicht direkt Sorge, dass ich schlecht abschneiden würde, aber. Es freut mich, dass ich wirklich so viel schaffe hier. Kann ich zurück? Nein. Das ist dann hier wirklich, um zurückzukommen. Okay. Hab nichts gesagt. La la la. Ach, das ist wahrscheinlich auch der andere Weg hier von unten, dass ich dann gar nichts verpasst habe, gelle? Ja, genau. Deswegen, ich kann oben rum, ich kann unten rum, alles wunderbar. Bereich ist damit abgefrühstückt. Na, vielleicht hätte ich mich von da oben hier vorne runterlassen sollen, ne? Um weniger Schaden zu erleiden. Ach, egal. Was soll's, was soll's? Ich mache es halt anders. La 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 la. La 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 la. So, nein, Lara, bitte nicht. Ziehen. Ich bin halb durchsichtig, ich bin ein Geist. Mal ein bisschen Platz machen hier. Das geht ja so nicht. Aber dich muss ich trotzdem wahrscheinlich reindrücken, ne? Weil ich hier nicht viel Platz habe. Aber ich kann immer noch nicht rauf. Okay. Zum Glück geht's weiter. Das Rätsel ist gelöst. Nicht mal die Shortcuts für die Waffen funktionieren hier. Altes Spiel ist alt. Daran merkt man's, unter anderem. Aber ist ja okay. Da liegt ein Schlüssel. Ich bin hier echt total im Katzentempel gelandet. Das Land der Katzen. Ach so, hi. Ui, das wollte ich nicht. Ach nö, und Krokodile auch noch. Ach nee. Ich habe wirklich viel Gesellschaft hier. Hier kann ich aber nicht raus. Nein, lasst mich alle in Ruhe. Meine Güte. Hier habe ich aber eine Menge Company, wirklich. Ihr werdet alle sterben. Ihr habt lange überlebt, aber da war ich auch noch nicht hier.
Geht doch. Ah, da vorne kann ich aber an Land und mich da vorne auch mal umgucken. Das ist schön. Okay, aber sonst kann ich auch den langen Umweg über die Brücken nehmen. Warum ist da jetzt diese Statue erschienen? Oder war die eben schon da und wurdest du angeleuchtet? Warum? Obwohl, nee, von da aus muss ich, kann ich dann erst zur Brücke eigentlich und darüber und dann da oben hin. Okay, interessant. Von hier kann ich natürlich auch darauf. Ich kann abkürzen, wie ich will. Hier auf den Steinen ist wahrscheinlich aber nichts, so weit ich das gesehen habe, gell? Ah, hier ist nichts. Okay. Ah! Naja, knapp daneben ist auch vorbei. Gucke ich mich halt kurz hier schon ein bisschen um und. Oh. Oh. Alter, geht das hier weit? War ja klar, dass hier wieder ein Krokodil auftaucht, ey. Meine Güte. Was mit den Gegnern hier aber echt übertrieben. Und ich dachte schon, Sabatus Tomb Raider wäre böse. Das hier ist nicht weniger böse. Ah, meine Magnum. Meine Magnums. Scheint aber kein Secret zu sein. Das ist aber trotzdem wie ein Secret ansonsten aufgebaut. Ja, was denn, Kroko? Ach, jetzt sollten die Krokodile erst rauskommen. Oder warum wurde das jetzt so gezeigt? Echt, das Land der Krokodile und Katzen. Nee, 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 nee. Alter, wie das rausgeschossen kam gerade. Ich weiß ja, dass Krokodile schnell sind, aber ihr müsst das nicht so extrem real-life-mäßig demonstrieren hier. Alter. Ne? Warst ja da. Alter Schwede. Das ist hier echt, also nicht mehr normal. Kann mir doch keiner erzählen. Meine Güte. Ist hier nicht mehr feierlich, ey. Zumindest genügend Möglichkeiten, sich ja auch hier zu retten, auch wenn die Kamera hier ein bisschen komisch ist. Aber vielleicht gucke ich mich ja auch automatisch etwas genauer um, weil ich es halt noch nicht kenne. Bei den Original-Tomb Raider-Teilen kann es dann doch eher eigentlich passieren. Was ist denn mit dir kaputt? Dass ich da vielleicht was vergesse und übersehe, weil ich es halt eigentlich so gut kenne und dann denke, ja, ich verpasse eh nichts. Das hatte ich mal bei Tomb Raider 2 zumindest. Und dieses Krokodil steckt einfach mal im Boden fest. Sehr schön. Na, noch irgendein Gegner, der mir krumm kommen will? Nee, hier ist jetzt. Nicht anscheinend. Wirklich? Oder kommt hier jetzt jemand? Überall diese Kätzchenhieroglyphen. Süß. Süß und hübsch. Wenn es doch nur harmlose, normale Miezekätzchen wären. Aber nein, es müssen natürlich gleich große Wildkatzen sein. Panther und Co.
Aber bisher sind hier auch wirklich nur Panther. Löwen sind hier keine. Ein Tiger gab es ja in Schumbrella 1 noch nicht. Ja, Tiger würden auch wirklich gar nicht hier hinpassen ins Ägypten. Ne? Also, sind wir mal ehrlich. Waren Panther denn wirklich so einheimische Tiere von Ägypten? Ich bin mir da jetzt gerade unsicher. Ich meine, wenn ich so an einen Kleopatra-Film zurückdenke, den ich mal gesehen habe, da hatte sie einen Geparden auf jeden Fall neben sich und auch keinen Panther. Von daher bin ich mir da sowieso jetzt gerade sehr unsicher. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Warum hast du dich hier eben nicht sowieso schon festgehalten? Von dir aus, Lara! Okay, du brauchst nur zwei Schuss, das finde ich gut. Da vorne könnte ich hinhangeln, theoretisch, genau. Mal wieder speichern hier. So ein Stress. Und ansonsten, da ist nichts. Aber da oben kann ich dann noch hin. Und da oben kann ich irgendwie auch hin. Wo geht's denn weiter? Wo ist der Hauptweg? Und wo sind Seitenwege? Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich geht's hier weiter. Und hier kann ich einmal im Kreis laufen. Ja, quasi. Naja, ist ja auch ganz nett, ne? Oder ist das mit dem Hangeln doch der Hauptweg? Ich glaube, ich gucke mich zuerst hier weiter um. Na komm. Obwohl, Quatsch, hier ist ja eine Rutschbahn. Hier ist ja Point of No Return. Ich habe es mir anders überlegt. Ich gucke mich hier doch nicht um. So, dann wollen wir mal. Bin ja mal gespannt, was uns hier noch alles erwarten wird. Aber echt, mit den äußersten Fingerspitzen wirklich hält sie sich hier fest, ne? Nicht vernünftig, sondern einfach nur, nein, ich kann das auch so. Und ich kann mich immer noch nicht hochziehen. Na? Alter, wie weit denn noch? Na, endlich. Und das alles nur für ein bisschen Munition. Willst du mich verarschen, Spiel? Das hat sich ja mal so gar nicht gelohnt. Ich meine, das sind nur so wirklich so zwei Schuss. Ich meine, okay, war jetzt nicht so schwer natürlich, ne? Aber oh. Hallo, hier bin ich bei der Katzenstatue, bei der besonderen. Aber zu dir muss ich nicht hin oder sowas, oder? Muss ich dir ein Küsschen geben? Oder den Rücken kraulen? Oh, oh. Ohoho. Okay. Oh, hier muss der Schlüssel rein. Aber dann ist das ja hier eher der Hauptweg. Goldkey. Da ist auch nicht mehr Saphir-Key. Mann, bist du nah. Kameramann, knutsch mich nicht gleich so. Nö. Aber nee, das will ich ja gar nicht. Obwohl 10 ist zu weit weg. Ja, 10 ist viel zu weit weg. Ja, das ist der Nachteil, wenn man zu oft auf dem gleichen Slot speichert. Ich sehe es ja ein. Okay, so viel dazu. Dann werde ich mir zuerst mal die Rutschbahn ansehen da hinten. Damit habe ich ja jetzt so gar nicht gerechnet, dass hier hinter, dass hier die Katzenstatue ist und dahinter dann der Hauptweg. Das ist krass. So viel zum Thema hat sich ja mal so gar nicht gelohnt. Es hat sich sehr gelohnt, ich habe den Hauptweg gefunden. Aber wohin führt mich die Rutschbahn? Wahrscheinlich in einen Bereich, um dahin zurückzukommen, wenn man ansonsten irgendwie nicht zurückkommt, falls man was vergessen hat oder so. Nehme ich mal stark an. Was anderes würde für mich jetzt keinen Sinn ergeben. Oder es ist sogar eine Falle. Autsch. Okay, wo bin ich hier gelandet? Im Krokohausenland? Ach, jetzt bin ich doch hier, wo die, ja, Krokos halt waren, wo ich meine Magnums gefunden habe hier. Waren hier noch zwei, Dingens.
Okay. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ach, jetzt bin ich doch wieder hier gelandet, wo ich das verschoben habe. Hier mit den Blöcken und den Zacken und sowas, ne? Ja. Okay, dann lade ich. Das brauche ich ja nicht. Das wird nicht nur quasi eine Todesfalle, beziehungsweise dass man den Weg hat, hier so zurückzukommen, aber das brauche ich ja überhaupt nicht. Dann können wir weitergehen. Das ist ja gar kein Thema. Ach so. Dam, 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 da, 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 Bam, bam. Ich liebe diese Musik. Hallo? Oh, willst du kuscheln? Ich aber nicht mit dir, schalalalala. Na komm schon. Bagheera! Na komm, dein Kumpel auch. Kuckuck. Genau. So, falls mir wer krumm kommt, stärkere Bewaffnung und weiter gucken. Hi! Na, als hätte ich's nicht geahnt. Ich wollte mir doch nur das Midi-Pack holen, Mensch. Keine Erziehung genossen. Gäste gleich anzugreifen, also wirklich. Meine Güte. Ich meine, hier gibt es viele Midi-Packs, aber auch viele Tierchen. Der etwas andere Zoo, möchte ich mal meinen. Naja, Land der Katzen hier halt, ne? Was will man erwarten? Hier geht's noch weiter rein in die Dunkelheit. Warum? Oh. Secret? Ey, come on, es ist hier so versteckt gewesen. Okay, hier war auch ein Weg dahin. Okay. Trotzdem, gebt mir noch mehr Secrets. Belohnt mich. Ich meine, ich werde ja auch so belohnt, aber trotzdem, belohnt mich. Meine Güte, es ist hier verwirrend und groß und überhaupt und ach. Ein Ach und Krach. So, was ist auf der anderen Seite? Noch eine Katzenstatue. Na, bist du auch lebendig, wenn ich zu dir gehe oder so? Oh. Ich habe nur irgendeine schöne Kameraansicht gehabt. Ich habe da jetzt zumindest keine Tür gesehen, die sich geöffnet hätte. Hallo? Kein Hallo, okay. Aber hier ist ein Schalter, ein Schäbelhebel. Oh. Wo war das denn?
Mensch. Da vorne. Okay. Speichern. Das ist ja hier mal was. Meine Güte. Garantiert kommen mir noch ein paar Kugeln auch entgegen, oder? Genau, dachte ich mir. Sehr interessant, dass sie auch ausgelöst wird, wenn ich auf der falschen Seite quasi stehe. Hallöchen, mein Lieber. Na? Wie geht's dir denn, ne? Guck mal, Schmerzen. Ja, jetzt bist du da, ne? Ja, jetzt bist du wieder da. Verarschen kann ich mich alleine. Genau, lauf sinnlos hin und her. Solche Gegner habe ich am liebsten. Dankeschön. Ja, da ist noch eine Kugel, die nicht ausgelöst wurde. Aber ich denke mal auch nicht, dass ich alle auslösen muss. Okay. Oh. What have we here? Hi, Kätzchen. Oh. Ach, zeig mir das gern nochmal. Dann mache ich ein Foto. Oder kommt es nochmal? Kommt es jedes Mal, wenn ich da draufsteige? Oh ja. Okay, dann muss ich mich bereithalten. Du hast irgendwie gefühlt ein Doppelfoto jedes Mal, wenn ich die Taste drücke. Warum auch immer. Wow. Ist auch mal ein schickes Katzenbild, wirklich. Da unten ist Wasser, okay. Ich sollte noch mal speichern. Warum macht der ein Doppelfoto? Ich verstehe es nicht. Und vor allem hier wird mir das nicht angezeigt im Vergleich zum Schumpeter Remaster. Ich habe nichts umgestellt selber, dass das dann irgendwie nicht angezeigt werden würde oder nicht. Ich bin verwirrt. Alles sehr geheimnisvoll und seltsam. Naja, ich bin gespannt, wenn ich später nachgucke nach meiner Aufnahmesession, ob dann wirklich doppelte Fotos gemacht wurden oder nicht. Dann muss ich sie halt löschen zur Not, aber naja. Das gefällt mir alles gar nicht. Das sind viele Gegner, glaube ich, die da auf mich zukommen werden. Hier muss man auch wieder pixelgenau stehen. Na gut. Auch gleich mal langsam, aber sicher den Part beenden, auf jeden Fall. Hallo, Kroko! Bros! Ich kann euch ja auch nicht leiden. Ah, hier ist ein Schalter, okay. Ahem! Ihr Säcke! Ihr seid echt scheiße, vor allem, dass ich hier keine Möglichkeit habe, euch mal in Ruhe auszuschalten. Das finde ich auch nicht nett. Mach schneller, Lara, mach schneller. Nein, das ist unfair. Das ist echt unfair. Meine Güte.
Natürlich! Du auch noch. Trotzdem Rache, das muss sein. Ihr habt mich so viel Energie gekostet, wegen euch hatte ich Schmerzen. Wegen euch musste ich Heilung benutzen. Kommt gefälligst her. Na los. Ihr findet doch sicher den Weg zu mir. Ihr verdammten Monster. Sterbt! So, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Aber so geht's ja nicht. Wer sich mit mir anlegt, muss eben mit dem Tod rechnen als Vergeltung. Ganz einfache Kiste. Guck mal, Falle. So geht's ja nicht. Das lasse ich nicht mit mir machen. Okay. Das war irgendwie ein halbes Secret inklusive Falle. Ich glaube, das Level ist auch bald vorbei sogar. Wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht mache ich den Part dann doch nochmal etwas länger. Obwohl, der ist eigentlich so oder so lang genug. Leute, ich würde mal sagen, wir speichern hier an dieser Stelle und beenden dann erstmal den Part. Denn der ist jetzt wirklich lang genug. Und ich bedanke mich bei euch allen ganz recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und sage bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao!